Ich weiß immer noch nicht, wie der heißt. Der erste verjüngende Atemzug der Freiheit. Mit der Bescheidenheit eines verletzten Sperlings knie ich nieder vor meinem erlauchten Befreier. Keine große Sache. Ja, schließlich war ich es, der dich rausließ. Du schamloser, habgieriger, doppelzüngiger, diebischer Bär! Nur mal langsam. Noch einen vielleicht? Mindestens. Bitte erweise mir die erhabene Ehre, mich in Bälde deines Besuches erfreuen zu dürfen. Ja, sicher. Und ich weiß immer noch nicht, wie er heißt. Stanley? Stan? Irgendwie sowas. Bentley! Was ist das so ähnlich? So, und ich hoffe mal, das sind jetzt hier die letzten. Nein, doch! Nein, doch! Oh. Dann begeben wir uns. Wir alle, ja? Ne, gleitet zum Turm? Moment. Uns fehlt ein Ei. Ach, da oben. Jo. Total verpeilt. So. Hanna. Und jetzt begeben wir uns zum Fluglevel. Ich würde mich sehr über ein Remake von hier den Spielen freuen. Das wäre schon sehr cool. Ich möchte, ja komm, machen wir das Zeitspiel zuerst. Sparks hat zu viel gequatscht. Die Bienenkörbe abfackelst, danach die Bienen schlägst und die bootfahrenden Bären für zuletzt aufhebst. Wenn du es einmal so geschafft hast, kannst du nach Wegen suchen, das alles schneller zu lösen. Nö, will ich schnell. Also erst die Waben. Hier muss schon durchfliegen. Nein! Mein Ohr juckt. So, ab ins Sutzsprühe. So, können wir uns das nochmal hier so schön anhören. Da steht auf jeden Fall Jäger. Ist diesmal ziemlich einfach, wo er steht. Einfach mitten irgendwo drauf. Die Bienen sind ja relativ easy. Das Lustige ist, sie werden zum Ende hin
wenn nicht schwieriger. Alles. Yippie, wir haben noch ein Ei gewonnen, weil wir das Zeitspiel geschafft haben. Das ist sehr schön. Chris. Der olle Streber, der mit Brille geboren wird. So, dann machen wir jetzt das Rennen gegen die Hummeln. Und ich glaube, das war eben ein Fehler, denn in dem Level davor, in dem Zeitspiel, hieß das auch Rennen gegen die Hummeln. Da müsste es aber, glaube ich, Rennen gegen die Schweine heißen, weil da waren Schweine in den Flugzeugen, meine ich mal. Fliegt durch alle grünen Ringe, folge den roten Punkten, bla bla bla. Das Problem ist nur, hier kann ich mich so gar nicht dran erinnern. Die anderen beiden Levels gingen. Aber das hier. Weil ich das halt auch nicht gerne gemacht habe. Okay, wenn das so weitergeht, dann ist es okay. Das Level, das hier nachkommt, das habe ich gerne gemacht. Es sind irgendwie so wenige Dinger, so Speed-Dinger. So, wo ist der letzte? Ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich besser fliegen soll, weil ich fand das eigentlich, ich habe keine Fehler gemacht. Ich habe ziemlich viel abgekürzt. Und ich habe halt so viele von diesen Dingern hier benutzt, wie ich konnte. Wo ist der gute Mann? Also ich fand das eigentlich ziemlich gut, was ich gemacht habe. Achso, war ich die Erste? Ich dachte die ganze Zeit, ich wäre Zweite. Okay.
Als Eisdielenpreis haben wir ein Ei gewonnen. Diese dummen Hummeln hätten es besser wissen müssen, als einen Drachen zu einem Flugrennen herauszufordern. Okay, Henry. Gut, dann machen wir das Zeitspiel und suchen Jäger auf. So. Da ist er doch schon. Hallo. Pass auf, Spyro. Da ist ein echt großes Schaf-UFO und es ist hinter mir her. Ich habe ein Drachenei ergattert, das es entführen wollte. Und nun ist es auf Rache aus. Warte hier. Ich locke das UFO zum Honigfluss. Okay. Hier komme ich. Okay. Okay, wir müssen jetzt hier so ausweichen. Über diese Dinger hier und den Steinen. Die vorher alle noch nicht hier drinnen lagen. Oh. Ich gehe mal davon aus, dass ich dreimal getroffen werden darf. Ich muss auf jeden Fall die X-Taste spammen, damit der dumme Spacken hier abhebt. Oh, 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 oh. Puh, das war knapp. Aha! Hast du das gesehen? Niemand ist schneller als ein Gepard. Und guck, ich habe nicht mal dieses Ei fallen lassen. Ein Gepard. Nori. So, wir fahren. Was heißt fahren? Also wir verlassen das Level. Und würde ich sagen, machen wir hier Schluss, weil habe ich schon wieder 2 Stunden aufgenommen. Das reicht erstmal. Dann kann ich ja nächste Woche noch mal ein bisschen aufnehmen. Ha. Gut. Jetzt muss ich niesen. Schön, aber mal am Ende. Gut. Dann hoffe ich, dass euch die heutige Aufnahme gefallen hat und dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Tschüss!